So, da müssen wir dann bei der letzten Aufgabe, nämlich die fünf Schwerter finden. Wo werde ich das Ganze probieren? Richtig, in Gruppenkeile. Denn da hat man gegnermäßig eigentlich die Ruhe. Oder man macht es halt in Solo-Modus, springt immer raus, fliegt zu dem Punkt, holt sich das Schwert, geht wieder raus und so weiter. Aber wir versuchen halt wirklich mal alles in einer Runde zu machen, obwohl das wirklich schwer wird, nehme ich mal an. So. Dann werde ich euch gleich auch direkt zeigen, wo das Ganze ist, die fünf Punkte. Und wir werden halt Punkt für Punkt abreisen. So, wundert euch nicht wegen dem Thumbnail und dem Titel. Die alten Hasen unter euch werden schon wissen, ja, wir machen Skin-Verlosungen, aber allerdings nur für Mitglieder. Warum nur für Mitglieder? Einfach Supporter mit Geld. Es tut mir zwar leid, aber irgendwas muss ich den Leuten ja zurückgeben. Und das ist so irgendwie, finde ich, die fairste Variante. Wie machen wir das Ganze? Richtig, ihr seid Mitglied, ich spiele Solo. Wenn ich einen Sieg hole, verlose ich unter meinen Mitgliedern halt den Skin. So, dann könnt ihr natürlich gerne noch ein Like da lassen, Abo da lassen, Creator Code eintragen, wenn ihr Bock habt, mich in irgendeiner Art und Weise noch zu supporten. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal ganz schnell, wo das Ganze ist. Also, ein Schwert ist da, das andere Schwert ist hier zu finden auf dem Berg. Das andere ist hier oben. Dann haben wir eins auf dieser Insel und eins auf dieser Insel. So, jetzt werden wir nämlich direkt mal zu der ersten Insel hinfliegen. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir alles in einer Runde hinkriegen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass wir zwei, drei Runden brauchen. Aber ihr wisst ja, ich mache das immer so, damit ihr es wirklich nachmachen könnt. Weil ich weiß nicht, bei anderen YouTuber, ja, dann musst du Pause drücken und musst dann erstmal selber hinfliegen. So, also wenn ich selber frühe Aufgaben geguckt habe, ich sag ganz ehrlich, ich habe lieber Leute geguckt, die das in Echtzeit gemacht haben, weil dann kann ich euch auch einfach eine Map zeigen, mache ein Bild davon, da sind die Schwerter, fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich mache sowas halt lieber in Echtzeit. So, dass ihr auch seht, aha, da sind sie, okay, so hat er das gemacht. Und gut ist. Wem das halt nicht gefällt? Ja, es gibt auch andere YouTuber. So, hä? Wieso habe ich denn schon zwei Schwerter? Ich habe doch erst eins gemacht. So, ihr seht schon, da ist schon der nächste. Erstmal schnell Metz mitgeholt. Ich weiß, wir haben. Ah ja, der hat mal gerade gar keinen Bock zu bauen. Ja, der Schlingel da unten hat sich schon direkt das Boot gekrallt. Das war auch mein Plan eigentlich. Aber wir können in der Zone ein bisschen Schaden bekommen. Aber nur zu viel ist natürlich auch nicht gut. Deshalb habe ich ja gesagt, wahrscheinlich müssen wir es in zwei Runden aufteilen. Aber ich denke, wir werden das safe hinkriegen. So, wie gesagt, einmal ist es hier, dann da, dann müssen wir einmal hier hin, dann einmal hier oben hin und einmal dahin. So, 200, 500, ja, von dem Metz her geht es eigentlich. Ein bisschen was muss noch sein. Wenn ich ein Boot hätte, wäre natürlich Weltklasse. Aber ich würde mal gerne wissen, wann habe ich denn eins aufgehoben? Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo schon ein Schwert aufgehoben habe. Oder vor lauter Spielnervosität habe ich es nicht gemerkt. Ja, FPF 3. Ja, 3 FPS. Leute, Leute, ohne Quatsch. Ich wünsche euch echt, ihr habt keine so Einbrüche wie ich. Das ist echt das Schlimmste. Guckt euch das an. 11 FPS. Mann, Mann, Mann. Hä? Warum haben die denn das Ding eingebaut? So, das muss hier eigentlich auf der Spitze sein. Ja. Ich glaube, er sucht schon das nächste. Und das meine ich. Er guckt jetzt ganz nochmal das Video an von irgendeinem. So, dann gucken wir, dass wir den Punkt noch mitkriegen. Ah, Boote werde ich hier keins finden, ne? Ne. Ah, 600 Meter ist natürlich eine Hausnummer. Mal ein bisschen hochbauen. Dann, klar, ich werde nicht direkt dahin fliegen können. Aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Aber ich glaube, das letzte Schwert bei den. Sag schon, bei den Handlangern. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Dafür ist die. Oh Gott, wieder 5 FPS. Dann kommt Coco an. Nö, du hast doch gar keine FPS-Drops. Erzähl doch nichts. Nein. So, nochmal. Einmal da. Einmal da. Einmal jetzt, wo ich markiert habe. Dann einmal da, wo die auch gerade hinfliegen. Und einmal nochmal hier oben.
So, hier muss ich jetzt hin. Gucken, wie weit ich komme. Ja, fast schon da. Ah, eine Rampe ist schon da. Das ist gut. Ja, Zone kommt jetzt auch. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt eine Heal-Bazooka hätte. Bei Heal-Bazooka muss ich immer an Coco denken, wo ich mit dem das Video aufgenommen habe. Das war auch zu wild. Oha, ja, hat sich aber mal eine Skybase vom Allerfeinsten gebaut. So, da müssen wir hin. Ah, das wird schwierig. Das Schlimme ist halt als allerletztes dahin und das können wir vergessen. Das klappt definitiv nicht. Das hier wird schon grenzwertig. Guck mal, wieder rund 3 FPS. Wow. Bester Mann. Alter, wie hoch hat der sich denn gebaut? Der. Hallo. Aber ich gehe auf Nummer sicher. 50 haben wir noch. So müsste ich eigentlich safe darüber kommen, oder? Und dann fehlt mir jetzt echt diese eine, die da drüben ist. Oh, dafür extra nochmal eine neue Runde. 39 Leben. Jetzt hoffe ich nur, dass kein Gegner noch da rumgelungert. Ah, ich glaube wohl. Ist eigentlich egal, ob wir Gruppenkeile machen oder so. So, hier seht ihr schon den Stein. Ich hoffe, das ist der auch. Abbauen können sie ja nicht. Ah ja. Das berühmte Zelda-Schwert. Kappa. Zack. So, dann machen wir direkt mal raus hier. Nochmal ganz schnell rein. Und dann zeige ich euch halt nochmal gleich auf der Karte ganz entspannt, wo die ganzen Punkte sind. Aber ihr seht es ja, so haben wir schon mal 4 Schwerter in einer Runde mitgekriegt. Also es ist nicht schwer. Es ist halt natürlich ein bisschen nervig, aber ihr seht ja, wie lange sind wir jetzt dran? 7 Minuten. Davon habe ich 2 Minuten dummes Zeug geredet. Also im Prinzip 5 Minuten in der Gruppe rumgeturnt. Maus, da Abfahrt. Siehst du, jetzt fehlt uns noch ein Stein und dann haben wir auch schon wieder alle Sky-Aufgaben fertig. Dann gucken wir noch, was wir machen müssen, um den Skin auch freizuschalten. Und dann sind wir eigentlich so weit durch. Aber geht eigentlich noch 9 Uhr jetzt gerade, Hauptaufgaben durch. Aber morgen ist schön Ostern, können wir uns eh erstmal alle entspannt zurücklehnen. Euch natürlich auch frohe Ostern. Aber morgen wird definitiv gestreamt. So, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt nochmal ganz entspannt. Hier ist unser Platz. Perfekt. Also für mich ist die Route echt perfekt gewesen. So, hier müssen wir hin. Dann einmal war es hier. Dann war es einmal da. Einmal nochmal hier. Ach, mit dem Ding da. Warte mal, ich mach's mit der Maus. Also einmal hier. Einmal hier. Einmal hier, einmal hier und einmal müssen wir dahin. Das sind halt die 5 Punkte. Ihr könnt euch auch gerne nochmal das Video von vorne angucken und genau sehen, wo ich die Punkte geholt habe. Aber ich denke mal, es sollte jeder geschafft haben. So. Aber wundert mich, dass schon keiner reinschreibt. Ja, der und der YouTuber macht das aber in 2 Minuten. Ja, ich könnte es auch in 10 Sekunden machen. Aber ich persönlich finde es so besser, weil so könnt ihr es in Echtzeit wirklich nachmachen. Da kann mir einer sagen, ja, du bist nur geldgeil. Ja, gut, wenn du meinst. Geldgeile hauen auch dann einfach Skins raus. Kappa. Und da ist das Schwert. Und, aha, du auch. Ehre. Und nochmal 40.000 DP. Aha. Hau ab. Jetzt kommt's. Wer gewinnt das Duell? Läuft schwindelig da unten in der Bude. Ich sag, ich verliere den Kampf. Was macht der da? Guck mal, wie krampfhaft am Zwetten ist. Aha, er hat die Kiste nochmal mitgeholt.
Nein, ich wusste, dass ich den Kampf verliere. Mann, Mann, Mann. Von mir kann man echt ein Best-of machen. Koko hat eigentlich echt eine gute Idee. Best-of Lost Family Hack. So, ich hoffe, ihr konntet alle Aufgaben gut nachmachen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.